Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Schön, euch an diesem Morgen zu sehen. Und nachdem Jochen was von Montana erzählt hat, oder, haben wir alle Lust, auch mal wieder in die USA zu reisen und in Montana zu angeln, oder? Wer hat Lust drauf? Also ich hätte Lust. Ich habe gelernt, beim Angeln muss man ruhig sein. Das wäre dann meine Herausforderung. Aber hey, Challenge accepted. Und wir sind mitten in einer Predigtserie Love, Dates and Heartbreaks. Und wir haben uns die letzten Wochen viel mit dem Thema Liebe beschäftigt, oder? Habt ihr das gemerkt? Ja, sehr viel Liebe. Und wir haben uns verschiedene Mythen auch angeschaut. Nämlich, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann sehen wir verschiedene Mythen. Wir sehen den ersten Mythos, dass wir nur die richtige Person treffen müssen. Und dann wird alles gut werden. Wer kennt diesen Mythos? Nur die richtige Person zu treffen? Ja, kennt ihr diesen Mythos? Der zweite Mythos ist, ich kann durch ein Versprechen von heute auf morgen eine bessere Person werden. Das heißt, man glaubt daran, dass durch einen Antrag, durch das Versprechen vor dem Traualtar, da wird man dann automatisch zur besseren Person. Können das die verheirateten Menschen bestätigen? Nein? Also, wir glauben nicht mehr an diese Mythen. Wir haben was viel Besseres gelernt, oder? Wir haben gelernt, dass wir zur richtigen Person werden, wenn wir Jesus nachfolgen. Hey, du wirst zur richtigen Person, wenn du Jesus nachfolgst. Und das möchten wir immer mehr. Und wir glauben, dass er unsere Herzen transformiert und dass wir ihm immer ähnlicher werden können. Wir haben von Jesus gesehen, dass er eine Liebe hat, die Menschenleben verändert hat, bis heute Menschenleben verändert. Und wir haben uns auch Paulus so ein bisschen näher angeschaut, im 1. Korinther 13, was Paulus uns da mitgibt. Was heißt es zu lieben? Was heißt es zu lieben? Was ist das Kleingedruckte im Lieben? Liebe ist geduldig. Liebe bläst sich nicht auf. Ja? Sie ist nicht eifersüchtig. Sie ist freundlich, sie ist nicht arrogant, sie ist ehrwürdig, sie sucht nicht das eigene, sie lässt sich nicht schnell reizen, sie ist nicht nachtragend und sie steht zu der Wahrheit. Das ist Liebe nach 1. Korinther 13 und wir hören es oft auf Hochzeiten, aber wie gut ist es, dass es nicht nur bei einer Hochzeit gilt, sondern es gilt jeden Tag aufs Neue, dass wir so lieben. Und ich habe mich angesprochen gefühlt letzte Woche, und zwar bei einem Punkt, nicht das eigene zu suchen. Oder manchmal bin ich eher noch wie so ein Witter im Kampf und manchmal denken wir doch, wir müssen gegen alles kämpfen. Und ich muss sagen, ich habe einen starken Willen, aber ich durfte schon lernen, dass ich nicht immer meinen Willen durchsetzen muss, oder? Wer kann da mitfühlen? Wer fühlt sich auch öfters wie so einem Kampf? Ja, gibt es hier ein paar Menschen? Also ich muss mich auf jeden Fall auch melden. Und wir alle haben Pläne für unser Leben. Wir alle haben Träume. Und ich finde es so spannend, dass wenn uns jemand fragt, wie geht's dir, antworten wir doch meistens, alles gut, ganz gut. Ich muss sagen, im Amt war ich auch berühmt dafür, dass ich immer alles gut gesagt habe. Ja, wie geht's dir? Alles gut, alles super. Und vielleicht kennst du das auch bei dir. Wenn dich jemand fragt, wie läuft es in deinem Leben zurzeit, ganz gut, ja? Ich stehe so vor meinem Leben und hinten, da fliegt ein Auto durch die Luft, es gibt eine Explosion, aber ist doch alles gut. Ich habe gar keine Herausforderung im Leben. Und ich möchte uns an diesem Morgen motivieren, ermutigen, dass wir heute ehrlich sind mit uns selber, dass wir ehrlich sind vor Gott und zu ihm laufen und ganz ehrlich sagen, wie es uns eigentlich geht. Wie geht's dir eigentlich? Geht's dir wirklich ganz gut? Wir alle haben Träume für unser Leben. Vielleicht hast du Pläne gemacht. Wer von euch hat einen Zeitplan für sein Leben aufgestellt? Gibt es hier jemanden, so als Deutscher, so als Schwabe, hat man vielleicht einen Zeitplan gemacht für sein Leben? Vielleicht so ein paar? Vielleicht wolltest du dein Abitur mit 18 haben. Vielleicht mit 19.
Vielleicht bangst du auch gerade noch, ob du dein Abi überhaupt geschafft hast. Aber du hast den Plan, dein Abi zu machen. Vielleicht möchtest du deine Ausbildung abschließen, auch mit 19 Jahren. Auch gerade hast du wahrscheinlich Prüfungen. Ich kenne so ein paar, die gerade Prüfungen haben. Und du möchtest diese Prüfungen schaffen und mit 19 vielleicht spätestens deine Ausbildung fertig haben. Dann dein Studium, das sollte so mit 23 oder mit 25 Jahren fertig sein. Dann möchtest du mit Mitte 20 verheiratet sein, so mit 25 wäre gut. Du möchtest als Mann Karriere machen mit spätestens 30, vielleicht ein eigenes Unternehmen starten. Du möchtest Kinder haben mit Mitte 20, spätestens aber mit 30 soll es dann losgehen. Die Familienplanung soll mit Mitte 30 abgeschlossen sein und es wären schon so, 3 Kinder wären schon gut. Deine Enkel, die sollen dir mit 50 geschenkt werden, weil du möchtest noch richtig fit sein und mit denen was erleben, auf den Spielplatz düsen, im Cabrio. Das ist dein Plan fürs Leben. Oder deine Rente, die möchtest du dann richtig genießen mit deinem Partner, weil du hast dein Leben lang gearbeitet und dann möchtest du das hart verdiente Geld, das möchtest du gut einsetzen und du möchtest die Welt bereisen. Alleine können wir solche Pläne machen, oder? Aber wir brauchen für unsere Pläne brauchen wir ein Gegenüber. Und die Frage, die sich uns dann stellt, ist, was machen wir, wenn nicht alles so eintrifft, wie wir es uns vorgestellt haben? Wenn das mit dem Heirat mit 25 Jahren nicht geklappt hat? Wenn Kinder nicht so kamen, wie du es dir gewünscht hast? Oder wenn dein Partner nicht mit dir alt wird, weil er sich von dir hat scheiden lassen? Und wisst ihr, heute möchte ich über Heartbreaks reden. Wir haben viel über Liebe geredet, wir werden auch noch über Daten reden, aber heute geht es um Heartbreak. Um zerbrochene Herzen. Deswegen lautet der Titel heute, was, wenn deine Träume nicht wahr werden? Wenn Träume nicht wahr werden. Ein tiefes Thema. Und ich möchte dich einladen, ein Herz aufzumachen. Welcher Traum hat sich in deinem Leben nicht erfüllt? Und in welchem Bereich ist dein Herz zerbrochen? 2 Fragen, die ich dir direkt am Anfang mitgeben möchte. Welcher Traum ist zerbrochen? Und warum ist dein Herz zerbrochen? Und ich möchte dir 2 Dinge mitgeben. Keine leeren Versprechen, nicht ein alles wird gut werden, sondern 2 Versprechen, die wir auch im Wort Gottes sehen können. Und das erste Versprechen ist, ein zerbrochenes Herz heißt nicht, dass du zerbrochen bist. Du kannst ein zerbrochenes Herz haben, aber dein Geist, er muss nicht zerbrochen sein. Und mein Gebet ist es, dass dein Geist so stark ist und vielleicht noch stärker hier rausgeht, dass du langsam merkst, wie dein Herz anfängt zu heilen. Und das Zweite, was wir im Wort Gottes sehen, ist, dass Gott einen Plan für dich hat, auch wenn deine Träume nicht wahr werden können. Es gibt einen Plan Gottes für dein Leben. Glauben wir das? In unserem Herzen. Weil Träume, die nicht wahr werden können die Hoffnung in uns ersticken. Und in unserem Leben ist es so, manche Träume werden wahr und es ist richtig toll und es ist schön. Andere Träume werden für eine Zeit lang wahr, aber dann nicht mehr. Und dann gibt es manche Träume, die werden überhaupt nicht wahr. Manchmal ist es überhaupt nicht unsere Schuld, manchmal teilweise unsere Schuld. Und manchmal ist es vielleicht auch unsere Schuld. Vielleicht hast du beim Kennenlernen mit einer Person alles richtig gemacht. Ihr hattet eine richtig gute Zeit, ihr habt euch kennengelernt, ihr hattet richtig gute Dates, aber eine Beziehung kam nie zustande. Vielleicht sah die Beziehung vielversprechend aus, auch deine Ehe. Ihr hattet große Träume, die Zukunft sah richtig gut aus. Aber dann hast du diese eine Nachricht gelesen, dieses eine Bild gesehen, diesen einen Anruf bekommen und die ganze Ehe ist zerbrochen. Die ganze Beziehung ist zerbrochen. Vielleicht kam es auch aus dem Blauen, einfach ganz plötzlich aus dem Nichts, dass dein Partner sich keine Zukunft mehr mit dir vorstellen konnte. Und vielleicht trotz eines Ehegelübdes denkst du in deiner Ehe, dass du die falsche Person geheiratet hast.
Vielleicht bist du auch in deiner zweiten Ehe und es fühlt sich so langsam an wie in deiner ersten Ehe. Und so als Christen manchmal, da würden wir gleich reagieren, was, deine zweite Ehe? Wie kann das sein? Und dadurch machen wir die Situation noch viel schlimmer. Egal in welcher Beziehungsphase du bist, diese Message ist für dich, für deine zerbrochenen Träume. Und ich hoffe, dass du heute Ermutigung erfährst. Manchmal kommen wir doch in unserem Leben zu der Frage, warum werden die Träume von anderen Menschen wahr, aber meine Träume, sie werden nicht wahr. Man denkt doch, hey, die anderen, die leben gar keine guten Werte. Die können auf nichts warten, sie sind keine Profis in Geduld, aber irgendwie leben sie gerade meinen Traum. Wie kann das sein? Und wenn du gerade in dieser Season deines Lebens bist, wenn du in dieser Lebensphase bist, wo du dich fragst, wie kann das sein, dass andere ihren Traum leben können, aber ich nicht, dann möchte ich dir Mut machen. Aber ich möchte auch sagen, dass es mir leid tut. Aber ich glaube, Gott möchte dir heute richtig Mut machen. Weil Männer und Frauen Gottes, sie alle kannten zerbrochene Träume und zerbrochene Herzen. Aber es zeigte sich eine Sache. Sie waren nicht verflucht, sondern sie waren gesegnet. Und sie waren nicht zerbrochen, sondern sie waren erwählt. Das möchte ich dir zusprechen. Du bist nicht zerbrochen, du bist erwählt. Du bist nicht verflucht, du bist gesegnet. Du bist gesegnet und erwählt. Diese Männer und Frauen Gottes, sie haben mit Gott Geschichte geschrieben, weil sie eins erlebt haben. Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern Gott mit deinen schlechten Karten zu vertrauen. Ja, wir haben es auch gesungen, Gott zu vertrauen mit deinen schlechten Karten. Eine der berühmtesten Frauen im Wort Gottes, die Mutter von Jesus. Ihr Leben wurde komplett umgekrempelt. Hey, sie war jung, sie war eine junge, hübsche Frau, sie war verlobt mit Josef. Sie hatte ihre Pläne für die Zukunft. Sie haben sich an alles gehalten, ja, jüdische Tradition, kein Sex vor der Ehe und plötzlich erscheint der Engel. Und er sagt ihr, dass sie schwanger werden wird mit dem Retter der Welt. Ganz plötzlich weiß sie eins. Ihr Ruf ist ruiniert. Die Leute, die werden denken, sie hat mit Josef geschlafen und Josef wird denken, dass sie fremdgegangen ist, oder? Und sie machte eine Sache, sie vertraute Gott. Auch später kommt der Prophet Simon zu ihr, als Jesus schon geboren ist, und er sagt zu ihr, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Ihr wird vorausgesagt, dass Jesus sterben wird, dass ihr Kind verlieren wird. Und trotzdem vertraute sie den Plänen Gottes. Und sie sagte, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Wow. Eine verlobte Frau, die sagt, ich bin deine Dienerin, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Dann haben wir einen Single im Wort Gottes, Johannes der Täufer. Bekannt für seinen tollen Mantel, und dass er Heuschrecken gegessen hat. Und wahrscheinlich kein anderer neben Jesus wird so angekündigt im Wort Gottes. Wir sehen schon im Propheten Jesaja, dort wird gesagt, dass dem Retter den Weg geebnet wird durch einen bestimmten Mann. Die Rede ist von Johannes dem Täufer. Ja, im Wort Gottes steht von Elia. Und einfach so spannend. Seine Eltern, sie sind unfruchtbar, sie sind kinderlos. Aber auch ihnen erscheint ein Engel. Und dieser Engel kündigt Johannes den Täufer an. Johannes der Täufer lebt als Single ein richtig heiliges Leben, ein reines Leben. Ja, er macht als Single einen richtigen Unterschied. Er rief die Menschen auf zu Buße und zur Umkehr. Und er taufte sogar Jesus. Und trotzdem endeten seine 15 Minuten des Ruhmes, ja seine gefühlten 15 Minuten, sie endeten abrupt, arm und gewaltvoll. Johannes der Täufer wird geköpft.
Was sagt er kurz vor seinem Tod? Ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Was für ein Single, was für ein Mann Gottes. Er ebnet dem Retter den Weg und er sagt, alles muss mir von Gott gegeben sein. Er gibt und er nimmt. Dann sehen wir einen verheirateten Mann im Wort Gottes, nämlich König David. König David hat es gelernt, Gott zu vertrauen. Und er sagt, spricht er Gott, aber ich habe keinen Gefallen an dir. Siehe, hier bin ich, er macht's mit mir, wie es ihm wohl gefällt. Er sagt, Gott, wenn du keinen Gefallen an mir hast, hier bin ich. Mach mit mir, was dir gefällt. Was für Worte, oder? Was für Worte. Mach mit mir, was dir gefällt, Herr. Und David hatte es auf eine richtig harte Tour gelernt, was es heißt, Gott zu vertrauen und nicht die eigenen Träume zu verfolgen. David taucht im Wort Gottes auf, als er noch ein junger Kerl ist. Er wird zum König gesalbt von dem Propheten Samuel. Dann wird er später den Riesen Goliath bekämpfen und ja, siegen. Ja, wir sehen einen richtig, einen Bodybuilder hier als David. Er hat den Riesen bekämpft. Er wird richtig gefeiert als Kriegsheld auch. Ja, das ist eigentlich so der Traum eines jeden Mannes wahrscheinlich, so als Kriegsheld gefeiert zu werden. Also er hat einen richtig guten Ruf. Und dann, ja, was gehört noch zum Traum eines jeden Mannes? Er bekommt noch die Tochter des Königs zur Frau. Ja, die schönste Frau in Israel wird seine Frau. Was immer mehr. Man wird als Kriegsheld gefeiert und man hat die schönste Frau. Also richtig gut. Sein Leben läuft gut. Er lebt seinen Traum, oder? Würde ich sagen. Und dann passiert aber etwas, weil König Saul wird eifersüchtig auf ihn. Und David ist plötzlich auf der Flucht. Wie kann das sein, Gott? Ich habe doch gerade noch meinen Traum gelebt. Wie kann das sein, dass ich jetzt plötzlich auf der Flucht bin? Siehst du Parallelen zu deinem Leben? Du hast den Traum gelebt, aber plötzlich gab es eine komplette Kehrtwende. David ist allein und verlassen erstmal. Und in Panik geht er in ein bestimmtes Dorf. Er hat in der Zwischenzeit ein paar Anhänger gefunden. Er geht in das Dorf Nob und dort trifft er auf seinen Freund Ahimelech, ein Priester. Und Ahimelech fragt ihn, hey David, was führt dich hier hin? Und David sagt, ich bin auf Mission für König Saul. Was für eine Lüge. Er ist nicht auf Mission für König Saul, er flieht eigentlich gerade vor ihm. Und er fragt Ahimelech nach Essen und er fragt ihn auch nach Waffen. Und Ahimelech hat noch das Schwert von Goliath richtig gut verwahrt. Also das Schwert von Goliath, mit dem Goliath gekämpft hat. Und David hat ihn ja besiegt und hat damit Goliath den Kopf abgeschlagen. Für David ist dieses Schwert ein Zeichen des Sieges. Ein Zeichen, dass Gott auf seiner Seite ist. Also nimmt er dieses Schwert mit und zieht weiter mit seinen Leuten. Und dann passiert etwas. Nämlich David muss erfahren, dass seine Lüge sehr schlimme Konsequenzen hatte. Ein ganzes Dorf wurde ausgelöscht. Das ganze Dorf Nob wurde ausgelöscht. Alles wurde zerstört. Sein Freund, der Priester Ahimelech, wurde von König Saul selbst umgebracht. Und auch über 80 weitere Priester wurden einfach so hingerichtet von König Saul. Er hatte seinen Traum in die eigene Hand genommen. Er hatte das Schwert von Goliath in die eigene Hand genommen, mit einer Lüge. Jahre später befindet er sich in einer ähnlichen Situation. Ungefähr mit 60 Jahren. Sein Lieblingssohn Absalom hat sich gegen ihn gestellt. Ja, Absalom galt als der schönste Mann in Israel, hier mit langem Haar, langem wallenden Haar. Genau, der Traum einer jeden Frau jetzt. Wir hatten ja den Traum eines jeden Mannes, jetzt einer jeden Frau. Also Absalom, hey, der Lieblingssohn von David. Und warum ist Absalom sauer auf David, auf seinen eigenen Vater? Weil für Absalom hat David, sein Vater, nicht angemessen auf die Vergewaltigung seiner Schwester Tamar reagiert.
Also stellte sich Absalom gegen seinen eigenen Vater. Er ließ sich selber zum König ausrufen, er sammelte eine Armee um sie herum an und er war in Richtung Jerusalem unterwegs und wollte gegen David, gegen seinen Vater kämpfen. Was machte David? Er hatte gelernt. Und zwar verließ er Jerusalem, um die Einwohner zu verschonen. Ja, er hatte schon mal erlebt, in der Vergangenheit ein ganzes Dorf wurde wegen ihm zerstört. Aber dieses Mal wollte er nicht, dass wegen ihm unschuldige Menschen sterben müssen. Also geht er selbst aus Jerusalem raus. Er nimmt sein Kriegsvolk mit. Seine Zukunft sieht wieder düster aus. Und er ist in Richtung Wüste unterwegs. Warst du schon mal in Richtung Wüste unterwegs? Oder bist du vielleicht gerade in einer Wüste? Er nimmt auch die Priester mit, König David, und die Bundeslade. Aber dann entscheidet er sich anders. Weil für was steht denn die Bundeslade? Die Bundeslade, sie steht für die Gegenwart Gottes, oder? Damit sagt man aus, Gott ist auf unserer Seite. Aber David hatte genug davon, Gott zu manipulieren, das Ergebnis zu manipulieren. Also was machte er? Er schickte die Priester wieder zurück in die Stadt nach Jerusalem, um zu zeigen, hey, beim Volk, dort soll die Gegenwart Gottes sein. Er hatte nämlich in seinem Leben schon zweimal versucht, alles in die eigene Hand zu nehmen. Einmal auf der Flucht vor König Saul, weswegen ein ganzes Dorf ausgelöscht wurde, und dann nochmal später als Mittelalterkönig, als er versucht hat, seinen Ehebruch zu vertuschen und einen Menschen hat umbringen lassen. Dieses Mal wollte er nicht mehr, dass das Resultat Blutvergießen, Vergeltung und Demütigung ist. Er wollte es so machen, wie es Gott gefällt. Wir lesen in 2. Samuel 15, 25 bis 26. Aber der König sprach zu Zadok, dem Priester: Bringe die Lade Gottes in die Stadt zurück. Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehe. Spricht er aber, ich habe keinen Gefallen an dir. Siehe, hier bin ich. Er macht's mit mir, wie es ihm wohlgefällt. Das kennen wir, oder? Diesen Satz. Er macht's mit mir, wie es ihm wohlgefällt. Er sagt damit, ich lasse alles verhandeln mit Gott. Er ist der Schöpfer der Welt. Wer bin ich, dass ich mit Gott verhandeln kann? Und er sagt damit auch, ich lasse alles in der Hand Gottes. Sein Wille geschehe. Das ist nicht mein Traum, es sind nicht meine Pläne, aber dein Wille, Herr, er soll geschehen. Und wir lesen weiter. So brachten Zadok und Abjatar die Lade Gottes zurück nach Jerusalem und blieben dort. David aber ging den Ölberg hinan und weinte, und sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Auch alles Volk, das bei ihm war, hatten ein jeder sein Haupt verhüllt und gingen hinan und weinten. Wir sehen einen David, der zerbrochen ist. Sein Herz ist zerbrochen. Er geht barfuß. Sein Haupt ist verhüllt. Er hatte bereits zwei Söhne verloren. Den ersten Sohn von Bathseba und seinen Sohn Amnon. Und er war dabei, auch Absalom zu verlieren. Weil entweder würde König David sterben oder sein Sohn. Er hatte seine Würde verloren. Ja, sein Sohn Absalom schlief in aller Öffentlichkeit mit ein paar von seinen Nebenfrauen. Er hat irgendwie auch gefühlt einen Teil seines Reiches verloren, weil Absalom auch viele auf seiner Seite hatte. Und er hat auch seine eigenen Träume verloren. Aber eine Sache hat er nicht verloren. Sein Vertrauen in Gott. Weil er hat Gott nicht verlassen, als es so aussah, als ob Gott ihn verlassen hätte. Er hat gesehen, wohin Angst, Panik und Kontrolle führten. Wenn wir aufgrund von Panik und Angst Entscheidungen treffen, damit unsere Träume Realität werden, dann führt es uns in eine Verzweiflung, oder? Und diese Verzweiflung, sie führt uns in noch größere Verzweiflung. Er griff dieses Mal nicht zu Goliaths Schwert. Er griff nicht mal zu der Bundeslade, um zu zeigen, ja, die Gegenwart Gottes ist auf meiner Seite, weil Gott ist da.
Nein, er ließ es in der Hand Gottes. Er verankerte seinen Glauben nicht in der Erfüllung seiner Träume und seiner Pläne. Und wir kennen alle bemerkenswerte Männer und Frauen Gottes, deren Träume nicht wahr geworden sind, oder? Aber sie lehnten Zynismus, Bitterkeit und Vorurteile ab. Und die Frage, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte, ist: Wie handeln wir, wenn unsere Pläne und Träume nicht wahr werden? Vertrauen wir weiterhin Gott? Sagen wir weiterhin: Gott, ich möchte dich nicht verlassen, auch wenn es so aussieht, als hättest du mich verlassen? Diese Männer und Frauen Gottes, sie sind Gott nicht treu geblieben wegen dem, was sie sich erhofft haben, was geschehen wird, sondern sie sind Gott treu geblieben wegen dem, was er bereits getan hat. Wenn dein Herz zerbrochen ist oder deine Träume nicht wahr geworden sind, dann möchte ich ermutigen, neu auf Gott zu schauen, neu zu sagen: Ich lege dir alles hin, Herr, und ich mache mein Herz auf für dich. Ich mache meine Hände auf für dich. Sind wir bereit, so wie ein David, wie eine Maria und viele Menschen um dich herum, die ihre Ehen, die Kinder, die Gesundheit und Glück verloren haben, ihre Hände neu aufzumachen für Gott und zu sagen: Herr, hier bin ich. Sind wir bereit, wie diese Menschen zu sagen: Hier sind meine Träume und meine Pläne, Herr, und tu mit ihnen, was du magst, was dir wohlgefällt? Leben wir so wie ein David, der sagt: Gott, ich fühle mich so verlassen, aber ich werde dich niemals verlassen. Sagen wir wie ein David: Mach mit mir, was dir gefällt, Herr, auch wenn es bedeutet, dass ich durch schwere Täler gehen werde. Sagen wir wie eine Maria: Ich bin deine Dienerin, Herr, ich bin dein Diener. Was du gesagt hast, soll geschehen. Oder sagen wir so wie ein Johannes der Täufer: Ich erkenne an, dass uns alles vom Himmel her gegeben sein muss. Alle Verzweiflung würde gehen, weil wir wissen, dass Gott viel Größeres für dich vorbereitet hat als Verzweiflung, oder? Was haben all diese drei Personen gemeinsam? Eine verlobte Frau, Maria, Johannes der Täufer als Single und ein verheirateter Mann, David. Was haben sie gemeinsam? Sie ordneten sich alle dem Willen Gottes unter. Wenn unsere Träume zerbrochen sind, dann können wir sie Gott hinlegen, unsere Herzen neu für ihn aufmachen. Und wir merken, dass es auch in unserem Herzen plötzlich mehr Raum gibt für den Traum Gottes in unserem Leben. Vielleicht ist die Beziehung trotz wunderschönem Dating nicht zustande gekommen. Hey, dann leg es Gott hin und sag: Gott, ich bin vielleicht Single, aber ich bin kein verzweifelter Single, sondern ich möchte ein erfülltes Single-Sein leben. Und ich weiß, dass du das Richtige für mein Leben vorbereitet hast, oder? Wenn du in einer Beziehung bist oder vielleicht gerade deine Beziehung zerbrochen ist, leg sie Gott neu hin. Leg deinen Zerbruch Gott neu hin und vertrau ihm neu. Wenn deine Ehe zerbrochen ist und du eigentlich ja wirklich auch gar keine Hoffnung mehr hast und dich auch keinem Gegenüber mehr öffnen kannst, des anderen Geschlechts, dann leg es Gott hin und sag: Gott, du hast einen Plan, einen Traum für mein Leben. Und auch wenn du frisch getrennt, wenn du geschieden bist, Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott sieht dich und er sieht dein zerbrochenes Herz. Wenn dein Traum zerbrochen ist, fange an, Gottes Traum zu leben. Fange an, Gottes Traum zu leben. Wisst ihr, Jesus hat uns nicht das beste Leben versprochen oder dass all unsere Träume Realität werden. Er hat uns eine Einladung angeboten und es war eine Einladung, unser Leben zu verlieren, damit wir es bei ihm finden. Er hat sein Leben gegeben. Und seine Einladung war schon immer: Folge mir nach. Nicht wegen dem, was ich für dich tun werde, sondern wegen dem, wer ich bin und was ich bereits für dich getan habe. Folge mir nach.
eine ständige Einladung. Du bist vielleicht enttäuscht in einem Single-Sein. Du wolltest schon viel früher heiraten, aber es kommt einfach nicht der richtige Partner. Vielleicht bist du verzweifelt in deinem Dating. Es läuft überhaupt nicht nach Plan. Dein Plan war, nach 2 Jahren verlobt zu sein und dann auch zu heiraten. Aber du merkst schon, wie du die Hoffnung verlierst. Du bist enttäuscht in deiner Ehe, weil es sich immer mehr so anfühlt, als hättest du die falsche Person geheiratet. Oder vielleicht bist du traurig in deiner Ehe und hast keine Hoffnung mehr, weil du ein Kind verloren hast. Vielleicht ist bei dir deine Ehe in die Brüche gegangen. Jesus sagt zu dir heute Morgen, folge mir nach. Und du wirst dein Leben verlieren, aber letztendlich wirst du das wahre Leben in mir finden. Wer sind wir, um Gott zu sagen, dass er unsere Träume realisieren muss, oder? Wer sind wir aber auch, um ihm zu sagen, dass wir zu zerbrochen sind, um einen Unterschied für ihn zu machen? Die schlimmsten Lebensumstände hat Gott schon immer zu seiner Ehre benutzt. Sind wir bereit, ihm nachzufolgen? Neu zu sagen, ich folge dir nach, Herr. Und ich möchte nochmal zusprechen. Du bist nicht verflucht, du bist gesegnet. Du bist nicht zerbrochen, sondern du bist erwählt. Lass uns das mal gemeinsam sagen, okay? Auf 3 sagen wir, du bist gesegnet. Ich bin gesegnet und erwählt. 1, 2, 3. Ich bin gesegnet und erwählt. Hey, glaubst du das? Du bist gesegnet und erwählt. Eine Einladung von Jesus, ihm nachzufolgen, den viele Menschen gehört haben und dem viele Menschen nachgegangen sind. Und zwar mit zerbrochenem Herzen. Aber darin ist Friede zu finden. So kannst du ein Leben mit offenen Händen, mit einem offenen Herzen leben. Und so lebst du nach dem Standard, dein Wille, Herr, er soll geschehen. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir ans Slido teilnehmen und unsere zerbrochenen Träume teilen. Ich weiß, das ist sehr tief und es ist auch mit Schmerz wahrscheinlich behaftet. Ich möchte dich trotzdem einladen, das zu teilen. Es ist anonym und ihr könnt diesen QR-Code hier abscannen. Was ist dein zerbrochener Traum? Und ich möchte einfach ganz gezielt dafür beten. Wir sind Familie. Jeder von uns hat zerbrochene Träume. Und du kannst deine zerbrochenen Träume heute zu Gott bringen. Und ich möchte dafür dann beten. Und wir werden währenddessen ein Video sehen von einer japanischen Technik, wie aus Zerbrochenem etwas Wunderschönes passieren kann und entstehen kann. Und ich glaube, dass Gott dir heute neu zusprechen möchte. Ja, du bist vielleicht zerbrochen, aber ich kann etwas Wunderschönes daraus machen zu meiner Ehre. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing. Sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see. See the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life.
Danke für eure Ehrlichkeit, für eure zerbrochenen Träume. Und lass uns gemeinsam, wir sind Familie, gemeinsam dafür beten. Jesus, wir sind nicht zerbrochen für dich, sondern du kannst aus jedem Zerbruch etwas Schönes machen, auch wenn wir es uns gerade vielleicht überhaupt nicht vorstellen können. Danke, dass du schon immer zerbrochene Menschen gebraucht hast. Und danke, dass du auch heute hier jeden gebrauchen möchtest, Herr. Wir legen dir unser zerbrochenes Herz hin, unsere zerbrochenen Träume, und wir sagen, heile du uns, Herr. Mach du uns ganz, damit wir deinen Willen tun können, Herr. Und wir beten für all diese Wünsche, für diese Träume, wo der Traum da war, Familie zu haben, mit 18 zu heiraten, früh Kinder zu kriegen oder überhaupt Kinder zu kriegen, einen Partner zu finden, dass Einsamkeit geht, Herr. Und wir legen es dir hin. Und wir wissen, du kümmerst dich um uns. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der unsere Herzenssehnsüchte kennt. Wir möchten dir auch all unsere Familienplanung hinlegen. Auch die Beziehung zu unserer Familie. Da, wo die Beziehung nicht gut ist, dass du heilst, Herr. Dass du Weisheit schenkst, dass du Freude schenkst. Dass wir erleben, wie Dinge in unserer Familie passieren. Nicht, weil wir es tun, sondern weil du es tun wirst, Herr. Du siehst auch den Wunsch, dass jemand mit seiner Tochter zusammenleben möchte. Wir beten, dass du da wirkst, Herr, und dass du Heilung schenkst, dass du Wege aufmachst, dass es möglich ist. Wir beten für psychische Probleme. Danke, Herr, dass du unser Herz heilen kannst, aber dass du auch unser Verstand, unser Kopf, dass du alles heilen kannst, Herr. Du kannst unseren ganzen Leib heilen und wir legen dir das hin, dass psychische Probleme gehen in deinem Namen, Jesus. Wir beten für einen Abschluss, der gemacht werden möchte, dass dieser Traum, dass er wahr wird. Wir beten für die Ehe von Eltern, dass du Ehen segnest und dass durch dich Ehen wiederhergestellt werden, wo Dinge zerbrochen sind, Herr. Danke, dass es bei dir immer einen Weg gibt und dass du diese Ehen gebrauchst als Vorbild für andere Ehen, Herr. Das ist unser Gebet. Wir beten auch für jemanden, der in Selbstständigkeit rein möchte, der diesen Traum hat. Gebrauche alles zu deiner Ehre, Herr. Das ist unser Gebet an diesem Morgen. Amen. Amen. Wow, ich bin mir sicher, Gott hat angefangen, Dinge in uns zu bewegen. Dass wir neu sagen, wir legen dir alles hin, Herr. Tu, wie es dir gefällt. Und er kann etwas Neues schaffen in deinem Herzen. Auch Jesus hat uns das schon gezeigt. Er wurde Mensch in Fleisch und Blut, um dir zu zeigen, dass er für dich ist. Dass du ihm wichtig bist. Und im Zentrum unseres christlichen Glaubens steht der beste Mensch überhaupt. Der beste Mann überhaupt, nämlich Jesus Christus. Ihm hätten doch alle Träume erfüllt werden müssen. Aber er wählte das schlimmstmögliche Ende. Er war der perfekte Mensch. Aber sein größter Traum war, dass die Beziehung zwischen Gott und dir wiederhergestellt ist. Das war sein größter Traum. Und dafür hat er seine Träume begraben, damit dieser Traum Realität werden kann. Und er sagte, nicht mein Wille soll geschehen, sondern Vater Gott, dein Wille soll geschehen. Was für ein Gott.
Was für ein herrlicher Retter, oder? Was für ein herrlicher Retter. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du sagst, ich habe noch nie eine Entscheidung für diesen Jesus getroffen. Ich habe vielleicht schon viel von ihm gehört. Aber in meinem Herzen war ich vielleicht zu zerbrochen, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du heute sagen möchtest, ja, Herr, meine Träume möchte ich niederlegen und ich möchte deinen Traum für mein Leben leben. Ich möchte mein Leben in der Hand lassen, der sein Leben gegeben hat, weil ihm mein Leben wichtiger war als sein eigenes. Und ich möchte dich einladen, diesem Jesus heute ein Zeichen zu geben. Und lass uns dafür aufstehen. Wir gehen auch gleich in den Worship rein. Und lass uns aufstehen. Und ich möchte dich fragen, möchtest du heute dein Leben in die Hand von Jesus legen? Und lass uns alle unsere Augen schließen. Aber ich möchte dich einladen, ihm ein sichtbares Zeichen zu geben. Weil im Wort Gottes steht schon, wer sich öffentlich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen. Und ich möchte dich einladen, jetzt Jesus ein Zeichen zu geben. Ein Zeichen, hier bin ich Herr. Ab heute möchte ich, dass du Herr meines Lebens bist. Gib ihm jetzt dein Zeichen. Es kostet Mut, aber du wirst so viel Freude bekommen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, du gabst deine Träume auf. Erlitt qualvolle Schmerzen. Einen qualvollen Tod. Dir gebe ich heute mein Herz. Dir war mein Leben wichtiger als dein eigenes. Durch dich bin ich frei. Als Erlöster möchte ich mit dir leben. Dein Traum für mein Leben. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.